Willkommen zurück. Während die Algebra bei den Arabern eine erste Blüte entwickelt und die Trigonometrie sich auch stark weiterentwickelt, liegen die Verdienste in der Geometrie eher im Bereich der Konservierung, Editierung und Kommentierung antiker griechischer Quellen. Bei Abu Sahl finden sich dann auch noch einige, zum Teil aber nicht euklidische, im Sinne von Zirkellinealkonstruktionen, Sieben- und Neuneck- und Winkeldreiteilung. Und bei Ibrahim Sinans finden sich auch noch alternative Konstruktionen der Kegelschnitte. Eine besondere Bedeutung kommt dann den Konstruktionen mit dem eingerosteten Zirkel zu. Hierzu hält Berggren fest, ich zitiere, tatsächlich gab es eine lange Tradition geometrischen Designs im Mittleren Osten seit der Zeit der alten Ägypter und diese wurde sowohl im alten Griechenland als auch an anderen Orten fortgesetzt. Irgendwann wurden die Geometer dieser Tradition und der Probleme gewahr, welche die Kunsthandwerker gelöst hatten, und sie begannen damit herauszufinden, wie diese Verfahren begründet werden können und wie weit verschiedene Methoden weiterentwickelt werden konnten. In der arabischen Fassung der Mathematischen Sammlung, verfasst vom Pappos von Alexandria, findet sich beispielsweise im 8. Buch ein äußerst interessanter Abschnitt zu geometrischen Konstruktionen, die vermutlich nur mit dem Lineal und einem Zirkel mit einer festen Öffnung ausgeführt werden können, der manchmal auch als eingerosteter Zirkel bezeichnet wurde. Da der Rest des 8. Buches Instrumenten und Maschinen gewidmet ist, die für Handwerker verschiedener Zünfte von Interesse sind, scheint es sehr wahrscheinlich, dass auch dieser Abschnitt Probleme anspricht, mit denen Handwerker in Berührung kamen. Die folgenden Probleme sind jetzt allesamt Abu al-Wafas Werk, was Handwerker an geometrischen Konstruktionen benötigen, entnommen, das wiederum etwa aus der Zeit so um 1000 nach unserer Zeitrechnung stammt. Problem 1, Konstruktion einer Senkrechten am Endpunkt A einer Strecke AB, ohne die Strecke über A hinaus zu verlängern. Ja, hier schummel ich mal so ein bisschen teilweise. Wir machen das mit GeoGebra. Wir achten aber darauf, wirklich die Werkzeuge genau einzuhalten. So, ich habe das bei GeoGebra mal so vorbereitet, dass wir auch nicht in die Verlegenheit kommen, Dinge zu benutzen, die wir nicht dürfen. Wir nehmen erstmal die Länge in den Zirkel. Das wird wohl erlaubt sein. Von A messen wir die Länge ab. Hier rüber verlängern dürfen wir nicht, aber wir dürfen natürlich Schnittpunkte bestimmen. Dann machen wir das auch mal. Hier ist unser erster Schnittpunkt. Jetzt gehe ich nochmal hin und nehme die Länge in den Zirkel und trage die von diesem erhaltenen Punkt ab. Und jetzt habe ich hier oben wieder einen neuen Schnittpunkt, den darf ich natürlich auch bestimmen. Und jetzt gehe ich mal hin und werde mir einen Strahl raussuchen. Ja, könnte auch eine Gerade zeichnen, aber weil ich das unten gar nicht brauche, mache ich das mal so. So, jetzt habe ich das hier rüber verlängert und jetzt gehe ich wieder in den Zirkel herein. Und habe jetzt hier also wieder dieselbe Länge, trage die hier oben ab, werde jetzt wieder den Schnittpunkt bestimmen. Und jetzt werde ich Ihnen mal diesen Strahl hier zeigen. Und jetzt prüfen wir das noch. Stimmt das auch, dass wir da den rechten Winkel konstruiert haben? Und tatsächlich ist hier ein rechter Winkel. Warum ist das jetzt ein rechter Winkel? Naja, schauen Sie mal scharf auf diesen Kreis hier. Kann ich was wegblenden, ja. Ich werde mal ein paar Objekte wegblenden, damit wir hier etwas mehr Übersicht haben. So, und was sehen Sie? In diesem Kreis ist diese Gerade hier ein Durchmesser, also hat man dann nach Satz des Thales einen rechten Winkel. Okay, haben wir unser Problem 1 gelöst. Problem 2, Unterteilung einer Strecke in beliebig viele gleich große Abschnitte. Das habe ich so ein bisschen auch wieder in GeoGebra schon vorbereitet, ist auch wieder als App unten drunter. So, jetzt wollen wir die Strecke teilen. Wir machen das mal hier so, dass wir mit unserem eingerosteten Zirkel hier die Länge abtragen und hier dieselbe Länge abtragen. Und das schaut so aus, als würde das genau halbieren. Wenn wir das fortsetzen und tragen die Länge hier nochmal eins drüber ab und hier eins drunter. Und jetzt verbinden wir aber diesen unteren Punkt mit dem unteren Punkt und den oberen Punkt mit dem oberen Punkt. Dann sieht das so aus, als wären das hier jeweils die Drittel. Und das können wir dann sozusagen weiter fortsetzen. 4, 5, die Teilungen gehen immer so weiter. Das kann man beliebig oft machen. Natürlich nicht zu oft, je nach Länge der Strecke. Und damit man das auch nochmal sieht, das Teilungsergebnis hängt auch gar nicht von der Streckenlänge ab. Ja, jetzt wollen wir uns aber nochmal ansehen, warum das überhaupt funktioniert. Dazu folge ich mal wieder der Darstellung von Herrn Berggren.
Tatsächlich sind AH, G und BTD jeweils rechtwinklige Dreiecke hier mit gleichen Winkeln bei G und D und folglich auch bei H und T. Außerdem gilt, HA ist genauso lang wie BT nach Konstruktion, daher sind die Dreiecke kongruent und somit muss auch gelten, die Strecke AG ist so lang wie die Strecke BD. Aus der Parallelität von HG und ED folgt auch, dass die beiden Dreiecke AHG und AED ähnlich sind. Folglich muss auch gelten, DG zu GA ist gleich EH zu HA und weil eben EH und HA ja gleich waren, folgt dann auch DG gleich GA. Und so kann man das dann immer weiter fortsetzen. Problem 3, Halbierung eines gegebenen Winkels. Das ist eigentlich fast genauso wie bei Euklid und das kennen Sie vermutlich alle auch aus der Schule oder eben aus der Vorlesung zur Elementargeometrie. Hier haben wir wieder brav unseren fest eingerosteten Zirkel und jetzt funktioniert das H genauso, wie Sie das kennen. Sie nehmen diese Länge in den Zirkel herein, tragen die hier unten ab. Ich schiebe das Ganze nur mal ein bisschen nach oben, weil mir sonst immer diese Pop-ups von GeoGebra in den Weg kommen. Ja, und jetzt erhalte ich da wieder zwei Schnittpunkte. Und der einzige Unterschied ist, jetzt haben Sie vielleicht mal in der Schule gelernt oder so sagt das der Euklid, Sie nehmen eine Länge, die wenigstens halb so groß ist, also ein bisschen länger als dieser Abstand in den Zirkel und übertragen das. Das ist aber ja gar nicht unbedingt nötig. Man kann auch einfach sagen, man nimmt wieder dieselbe eingerostete Zirkellänge und trägt die hier ab und trägt die, so jetzt muss das nochmal markieren, ein bisschen lästig, also nehme ich die wieder in den Zirkel. Ja, jetzt habe ich eine falsche Länge im Zirkel, entschuldigen Sie. So, jetzt nehmen wir also wieder die Länge in den Zirkel, damit wir auch wirklich dieselbe Länge haben, tragen die hier ab. Und jetzt entsteht hier unser gewünschter Schnittpunkt. Und dann habe ich hier die Gerade, die den Winkel halbiert. Ist also wirklich ganz genau das Verfahren, außer dass Sie den Zirkel da nicht verstellen dürfen. Es gibt auch noch deutlich komplexere Probleme, etwa hier, ein Kreis ist ein Quadrat einzubeschreiben. Da zeige ich aber mal nur die Planskizze her. Das würde hier zu weit führen bzw. zu lange dauern, das jetzt im Einzelnen nachzuvollziehen. Deutlich mehr ist, wie gesagt, im Bereich der Trigonometrie weitergegangen, auch und gerade auf dem Gebiet der sphärischen Trigonometrie. Es gibt hier erstmal 6 Winkelfunktionen. Warum 6? Naja, weil auch die jeweiligen Kehrwerte von Sinus und Cosinus, also da der Kosekanz und so weiter, die werden auch eigens eingeführt. Und man hat auch schon das übliche Additionstheorem für den Sinus und der Sinussatz war bekannt. Das Interesse für Sphärik oder sphärische Geometrie entstammt der Geodäsie und hat im Islam dann auch noch wieder so eine besondere religiöse Konnotation. Der Gläubige soll ja in Richtung Mekka beten. Dazu muss man aber erstmal wissen, in welche Richtung Mekka abhängig vom eigenen Standpunkt überhaupt liegt. Und das ist alles andere als trivial. Wir greifen uns neben diesem Problem der richtigen Gebetsrechnung zunächst aber nochmal den Sinussatz heraus. Kurze Vorbemerkung, analog zu Ptolemaios wird der Sinus bei den Arabern nicht in einem uns gewohnten Einheitskreis mit 1 als Radius definiert, sondern eben in einem mit Radius 60. Dann ist das mit den Sechsagesimalbrüchen noch ein bisschen schöner. Was aber an dem Satz nicht wirklich was ändert, außer dass rechts halt alles mal 60 genommen ist im Vergleich zu, wie Sie das eigentlich kennen. Aber dadurch, dass man da durcheinander dividiert, fällt die 60 ja als Faktor auch sofort wieder heraus. Ich folge jetzt mal Schritt für Schritt dem Beweis, wie der bei Ekren aufgeschrieben ist. Die beiden Beweisfiguren benötigen wir da. Also warum benötigen wir eigentlich 2? Naja, links haben wir halt das Dreieck ABC und das ist spitzwinklig. Und rechts haben sie ein Dreieck ABC und das ist stumpfwinklig. Dann haben wir direkt beide Fälle nebeneinander abgebildet. Die linke Abbildung veranschaulicht den Fall, dass einer der Winkel des Dreiecks ABC in B oder C stumpfwinklig ist und die rechte den Fall, dass weder in B noch in C ein stumpfer Winkel vorliegt, so dass einer von beiden spitz ist. In beiden Fällen wird die Strecke CA bis D und die Strecke BA bis T verlängert, so dass sie jeweils 60 Einheiten lang sind, was ja der für die Bestimmung des Sinus übliche Einheitskreisradius wäre. Von den Mittelpunkten B und C werden dann die Kreisbögen TH
und DE gezeichnet. Wenn wir jetzt die Lote TK und DF auf die unter Umständen verlängerte Grundlinie BC fällen, dann gilt TK gleich Sinus B und DF gleich Sinus C, wobei das eben dieser Sinus mit Großbuchstaben ist, also der, wo Längen bis zu 60 und minus 60 herauskommen. Im Bild rechts sieht man das sofort. Im Bild links muss man sich erinnern, dass der Sinus eines Winkels ja genau dasselbe ist wie der Sinus von 180 Grad minus dem Winkel. Jetzt zeichne ich die normale AL auf BC. Da die beiden Dreiecke ABL und TBK zueinander ähnlich sind, gilt AB durch AL ist gleich TB durch TK. Und da die Dreiecke ACL und DCF zueinander ähnlich sind, gilt auch AL zu AC ist gleich DF zu DC. Weil aber DC gleich 60 ist und TB ist auch gleich 60, erhält man, wenn man jeweils die rechten und die linken Seiten dieser beiden Verhältnisgleichungen miteinander multipliziert, die Verhältnisgleichung AB zu AC ist gleich DF zu TK. Daher gilt C zu B ist gleich Sinus C zu Sinus B, womit eben dann auch der Sinussatz bewiesen ist. Zum Schluss dieses Kapitels noch ein kurzer Blick auf das Problem dieser Gebetsrichtung. Den ganzen Beweis vollziehen wir hier nicht nach, der ist in dem Buch von Bergson 5 dicht bedruckte Seiten, das wird ewig dauern. Wir beginnen mal mit ein paar Basics der Geometrie auf der Kugeloberfläche, also der sphärischen Geometrie. Als Pendant zu den Geraden haben wir da Großkreise. Das sind solche Linien, die entstehen, wenn eine Ebene, die durch den Mittelpunkt der Kugel verläuft, die Kugeloberfläche schneidet. Strecke ist jetzt ein Teil von so einem Großkreis, wobei man oft verlangt, dass die Strecke immer der kürzere Teil ist. Wenn Sie zwei Punkte markieren, haben Sie ja, wenn das nicht genau gegenüberliegende Punkte sind, einen längeren und einen kürzeren Teil. Und die kürzere Strecke nennt man euklidisch. Und die kann man dann auch im Grad des Mittelpunktwinkels angeben und der soll dann eben nicht größer als 180 Grad werden, weil wenn man größer 180 Grad zulässt, dann wird das mit den Dreiecken ein bisschen blöd. Was ungewohnt bleibt, so ein Dreieck, was ja durch so einen Schnitt von solchen Großkreisen entsteht, erstmal, wie kommt man da an die Winkel überhaupt ran? Das sind einfach die Tangenten, die man da an diese Großkreise zeichnet und deren Winkel ergibt den Winkel, den man da sucht. Und man kann dann zeigen, dass ein ordentliches Dreieck, wo keine Seite länger ist als so ein halber Umfang von so einem Großkreis, als Winkelsumme immerhin noch irgendwas zwischen 180 und 540 Grad haben muss. Also Winkelsummensatz ist ein bisschen ein anderer. Das führt auch noch zu einigen weiteren Merkwürdigkeiten, etwa, dass man jetzt Dreiecke mit mehr als einem rechten Winkel haben kann und dass man in gleichseitigen Dreiecken zwar lauter kongruente Winkel hat, aber die gar nicht unbedingt 60 Grad sein müssen, sondern auch größer oder kleiner sein können. Es bleiben aber erhalten so die üblichen Kongruenzsätze, die Sie kennen. Und es kommt sogar noch einer hinzu, weil Winkel, Winkel, Winkel ist jetzt nicht mehr nur ein Ähnlichkeitssatz, sondern tatsächlich sind alle Dreiecke mit gleichen Winkeln zueinander wirklich auch kongruent, haben also dieselben Seitenlängen. Aber jetzt zur Frage, wo geht's eigentlich nach Mekka? Ich zitiere dazu nochmal direkt Bergren. Das Problem, für einen vorgegebenen Ort die Richtung nach Mekka bestimmen zu wollen, ergab sich aus der islamischen Religion, denn in Mekka befindet sich die Kaaba, der heiligste Ort der islamischen Welt, und dies ist die Richtung, in die sich Muslime drehen müssen, wenn sie ihre fünf täglichen Gebete sprechen. Die Richtung wird auf Arabisch Al-Qibla genannt und die Bestimmung ist ein wichtiges Anliegen für Muslime. Dementsprechend haben einige der größten Wissenschaftler des Islam der Lösung dieses Problems ihre Aufmerksamkeit gewidmet. Einer der größten davon, Al-Biruni, schrieb gegen Ende seines maßgeblichen Beitrags zur mathematischen Geografie Bestimmung der Koordinaten von Städten wie folgt. Auch wenn die Positionsbestimmung eine Aufgabe ist, die für sich genommen schon genügt und die einen Forscher zufriedenstellt, ist es unsere Pflicht, eine Anwendung für solch ein Verfahren zu finden, das der Bevölkerung aus der gesamten Region zugute kommt, deren geografische Länge und Breite wir vermessen haben, oder einem speziellen Teilbereich ausschließlich. Der allgemeine Nutzen sei die Bestimmung
des Azimuts für die Qibla. Es ist typisch für al-Birunis tolerante Haltung gegenüber anderen Religionen, dass er sowohl die Verpflichtung der Juden erwähnt, sich nach Jerusalem zu wenden, als auch der Christen nach Osten. Er sagt, seine Verfahren wären auch für sie von Nutzen und, ich zitiere, ich zweifle nicht daran, dass es für Menschen aller Glaubensrichtungen von Nutzen ist. Jedenfalls stellt al-Biruni 4 Verfahren zur Lösung dieses Problems vor. Eine ausführliche Darstellung würde aber hier den Rahmen sprengen. Schauen wir uns zumindest das Problem auf der Erdoberfläche an. Die Abbildung stellt die Gegebenheiten für einen Ort nordwestlich von Mekka dar, wobei P der Nordpol ist, Z der fragliche Ort, M die Lage von Mekka und W, K, F, N der Äquator. Daher sind PZ und PM die Meridiane durch den fraglichen Ort sowie durch Mekka und der Winkel PZM ist das Azimut an diesen Ort in Richtung Mekka, also die Qibla. Außerdem ist ZM der auf einem Großkreis gemessene Abstand dieses Ortes von Mekka, dann eben wieder in Grad. Da KZP der Meridian des betrachteten Ortes ist, würden wir nach Norden schauen, wenn wir in Z stünden und uns so orientierten, dass wir längs ZP schauen. Wenn wir uns dann um den Winkel PZM nach rechts drehen, schauen wir in Richtung Mekka, denn ZM ist der kürzeste Weg zu dieser Stadt. Deshalb müssen wir den Winkel PZM berechnen, um die Qibla von Mekka zu bestimmen. Klar ist, dass wenn wir diesen Winkel herausfinden wollen, wir wissen müssen, wo wir sind und wo Mekka liegt. Das heißt, wir müssen sowohl die eigene geografische Breite als auch die von Mekka kennen, ebenso wie die beiden geografischen Längen oder aber zumindest deren Differenz und außerdem, ob Mekka östlich oder westlich des Meridians unseres Ortes liegt. Aus den geografischen Breiten können wir deren Ergänzungsbögen PZ und PM bestimmen. Wenn wir die Qibla herausfinden wollen, müssen wir daher PZ und PM ebenso wie den Winkel PZM kennen. Das heißt zwei Seiten und den eingeschlossenen Winkel des Dreiecks ZBM. Da jedoch ein sphärisches Dreieck von zwei Seiten und dem eingeschlossenen Winkel festgelegt ist, genügen diese Angaben, um dann das Problem zu lösen. Aber jetzt kämen eben noch 3 weitere Seiten Erläuterung, die wir uns mal ersparen werden. Damit sind wir am Ende der Lektion. In der nächsten geht es dann wieder nach Mitteleuropa. Ihnen alles Gute bis dahin. Servus und Baba.